Moin, wir sind wieder zurück bei Let's Play LS17 beim Friesenjung. In der letzten Ausgabe haben wir angefangen, uns hier Bierpaletten wegzuholen. Sind damit nicht ganz fertig geworden, aber die Zeit drängte ein wenig. Ich hole hier nochmal die letzten beiden fertigen Bierkästenpaletten ab und gucke mal, wie viel wir jetzt haben. Ja, da ist doch noch einiges an Platz, muss ich sagen. Leider. Da gehen noch so 1, 2, 3, 4, 5. 9 Paletten gehen da noch drauf. Die haben wir nicht. Da müssen wir warten, bis die fertig sind. Ich hoffe, dass die Bierkastenpaletten nicht so weit in den Keller rutschen. Ja, vielleicht ist noch Luft nach oben. Hoffen wir mal, dass das soweit passt. Und was machen wir denn jetzt? Jetzt habe ich meinen Traktor hier stehen, den ich eigentlich jetzt am Hof bräuchte. Wir gehen auf jeden Fall mal Richtung Hof. Ja, es ist alles noch im Wachstum. Meine Felder sind ja die Felder 2, 20, 1 und dann das Feld ohne Nummer neben dem Shop. Sind aber alle im Wachstum. Schade, schade, schade. Dann nehmen wir uns jetzt mal irgendeinen Traktor. So, mal sauber machen. Dann nehmen wir uns hier den Deutz. Ja. Hallo? Reicht der denn hier ein? Irgendwie meine Tastenbelegung weg? Achso. Ist klar. War noch vom Lampen, vom Paletten tragen. So, und wir fahren jetzt los und gucken mal, was wir vielleicht mal so an Obst holen können. Wir können auch noch mal an Gemüse, wir können auch noch mal zur Obstfarm fahren. Da schauen, dass es da schon alles fertig ist, weil ich brauche unbedingt Sachen mal für den Hofladen. Der Hofladen ist komplett verwaist, da ist gar nichts. Falls der Entwickler der Map das hört, wäre auch cool, wenn man Eier im Hofladen verkaufen könnte. Also wir kaufen unsere Eier auch immer direkt bei einem großen Bio-Eierhof sozusagen, bei einer Bio-Eierproduktion und nicht im Supermarkt oder so. Das ist eben das Schöne, wenn man auf dem Land lebt, dann kann man sowas machen. Wenn ich mehr Zeit hätte, dann könnte ich ja sogar mal versuchen, mal wieder richtig Traktor zu fahren. Das habe ich jetzt auch schon ewig nicht mehr gemacht, weil ich da gar keine Zeit zu hat. Das letzte Mal war vor ein paar Monaten, dass ich auf dem Reiterhof meiner Tochter mal die Koppel grubbern durfte. Es war niemand anders da von den Leuten, die das sonst machen. Und dann fiel meiner Frau siebenteils ein, dass ich mal früher mal Trecker gefahren bin. Und schon durfte ich das machen. Und da steht übrigens auch mein Trailer fürs Holz. Eine Holzstämme holen. Machen wir im Moment nicht. Wir haben ja noch jede Menge Paletten. Auf Forstarbeit habe ich im Moment ehrlich gesagt keine Lust. Bin schon am überlegen, ob ich mir die Castor Wood Incorporated kaufe und hier irgendwo platziere. Wie ihr seht, ich habe hier auch schon den Wald ganz gut abgeholzt und noch nichts aufgeforstet. Ach, ich werde weich. Hier ist gar kein Dolly dran. Da muss ich mir erstmal von da einen Dolly klauen. Wir können aber auch mal gucken, wie denn die Palletpreise sind. Die sind leider meistens immer ziemlich im Keller. Palettenverkauf Hafen. Ja, waren schon mal bei 8.939 Euro. Jetzt sind sie bei 2.925. Also Pellets mache ich jetzt erstmal nicht. Kann ich mal so behaupten. Das lohnt sich null. Lass sich schön stehen. Die kann ich irgendwo lagern. Und wenn die Preise nach oben gehen, kann ich die immer noch vertilgen.
jetzt eigentlich ja will, wäre eigentlich nur den Dolly natürlich, ja. Damit ich mir hier den Trailer abholen kann. Nicht so schwer, das machen wir dann mal ohne Trailer Assist. Ein bisschen Reststolz haben wir ja auch. Das reicht ja schon, dass ich in unserem Auto die Einparkautomatik hin und wieder nutze. Ich habe ihn nicht gekauft, weil er das hat. Aber wenn man es hat, naja, kann man es ja auch mal nutzen, oder? Ich fahre jetzt hier absichtlich ein bisschen weiter weg, weil ich möchte die angefangenen Paletten nicht mit aufladen. Ja, das heißt aber, ich schmeiß mir die Paletten dann von Hand sozusagen daran hin. Ich fange hier erstmal an beim Rotkohl. Das sind ja nur zwei Paletten. Das meiste, was wir haben, sind sowieso Tomaten, weil ich die letztes Mal gar nicht mitgenommen habe. Ist auch hinter mir und möchte gerne weiter. Aber ich lasse ihn jetzt mal nicht, weil ich lade jetzt hier erstmal Tomaten auf. Und dann gucken wir mal, was wir damit alles machen. Ob wir die alle in den Hofladen bringen. Die Sache ist, ich habe ja hier noch überhaupt kein Gemüse verkauft, weil die Preise nicht so wirklich interessant waren. Aber ich sehe gerade was. Der Ladungstyp ist noch falsch. Von dem Anhänger. Hallo? Irgendwie hier hat sich hier gerade nichts. Meine Tasten funktionieren nicht mehr so richtig. Wieso reagiert er denn jetzt nicht? Was ist denn jetzt verdammte Axt nochmal los? Ist ja nervig. Rückwärtsgang und so funktioniert. Ich habe auch das richtige Gerät ausgewählt. Was kann ich machen? Ich kann nicht mehr durchschalten. Das will ich aber ja gar nicht. Motor an und aus geht nicht. Irgendwas stimmt hier gerade ganz gewaltig nicht. Ich weiß nicht, was. Kann's nicht sagen. Hatte ich noch nicht. Ja, damit würde ich sagen, unterbreche ich mal kurz und schau mal, ob ich das hier geregelt kriege und melde mich dann gegebenenfalls gleich wieder. Heiter geht das weiter. Ich habe das Spiel mal neu gestartet. Und ich hoffe, ja, jetzt funktioniert das hier auch wieder. Ich schmeiß mal hier meine Ladung runter und wähle jetzt mal das Ladegut aus. Und zwar möchte ich Paletten. Die lade ich und schon habe ich viel mehr Platz. Unglaublich, ja, kaum macht man das richtig, schon funktioniert das. Und schön anderen Paletten da drauf. Dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie was hinkriegen, das schön alles im Hofladen zu verticken. Geht zwar nicht von heute auf morgen, also dauert wohl immer ein bisschen,
Aber man kriegt angeblich mehr Geld, als wenn wir es am Supermarkt verkaufen. Naja, ist ja logisch. Der Supermarkt will ja auch was verdienen und der Supermarkt handelt uns natürlich auch runter. Und wenn ich bei uns auf dem Land irgendwie was kaufe, ich bezahle dann für ein Ei auch 30 Cent. Das ist aber ein Bio-Ei und ich weiß, wo es herkommt. Ich weiß, wie frisch es ist. Schmeckt Bombe. In der nächsten Map-Version ist hier unten dann auch noch ein Zwischenlager für Kompost, dass man dann hier mit großen Wagen nicht so viel rangieren muss, sondern dass man dann eher sagen kann, man stellt hier, kommt hier mit einem großen Wagen an, liefert Kompost ab, ein Zwischenlager sozusagen. Ja, wir sind nicht in Gorleben, aber auch hier wird es dann ein Zwischenlager geben. Und dann braucht man hier nur noch mit kleineren Wagen. Salat haben wir ja lang und schmutzig, würde ich sagen. Den brauchen wir aber nicht komplett im Hofladen zu verkaufen. So viel Salat kann ja keiner essen. Gibt es hier kein Burger-Restaurant oder so, wo man das noch hinbringen kann? Wäre vielleicht noch eine Idee für eine neue Map-Version, also für 3.1, beziehungsweise der Entwickler möchte ja gerne jetzt erstmal die Vierfach-Map bauen, wo ich dann auch schon ganz gespannt bin, ob das dann noch eine Singleplayer-Map ist oder ob man dann doch lieber einen Multiplayer da spielt, was ich ja auch ganz interessant fände. Ich hoffe auch, dass heute Abend wieder Multiplayer an der nordfriesischen Marsch ist. Wenn ja, werde ich dabei sein. Letzte Woche wollte ich dabei sein, musste mir dann aber erstmal die ganzen Mods runterladen. Und das hat dann so lange gedauert, dass ich alle Mods runtergeladen hatte, als dann gerade das Multiplayer-Game nur noch 5 Minuten lief. Und ja, dumm gelaufen. Und am Samstag, normalerweise gibt es immer freitagsabends und samstagsabends Multiplayer. Am Samstag war es aber ausgefallen. Also habe ich letzte Woche keinen Multiplayer gespielt, sondern nur zugeguckt. Ich war zwar über Teamspeak mit dabei, konnte aber eben nicht mitzocken. Ich hoffe, dass das jetzt heute anders wird, weil Bock habe ich da wohl mal drauf. Habe ich so in der Form auch noch nicht gemacht. Ja, diese angefangenen Paletten, die lassen wir mal alle hier so. Und jetzt fahren wir mal los zum Hofladen. Und verkaufen wir unser ganzes Zeugs. Beziehungsweise stellen das im Hofladen, das wird dann ja mit der Zeit verkauft. Das dauert dann einen kleinen Moment. Schaffen wir es auch diesmal gar nicht mehr, die Bierfässer noch abzuholen und zu verkaufen. Ernte sowieso nicht. Die Ernte wird dann wohl eher was für, na, vielleicht Samstag oder Sonntag werden. Heute schaffen wir es nicht mehr. Samstag wird dann ja wohl auch die neue Map-Version rauskommen. Die werde ich allerdings wohl erst installieren, wenn ich alles geerntet habe. Weil ich dann auch die Cultivator Density zurücksetzen möchte und muss. Und das mache ich natürlich erst, wenn alles abgeerntet ist. Aber es sind ja nur 4 Felder, wir haben 2 Mähdrescher. Ja, das wird auch nicht in einer Folge fertig. Aber da gucken wir mal, wie lange das wohl dauert. Das werden wir dann sehen. Das Aussehen werden wir natürlich erst danach. Wir schauen dann mal, wie lange das Mähdreschen dauert. Jedenfalls kaufen wir uns noch einen Mähdrescher. Geld genug werden wir dann haben, vor allem wenn ich dann das ganze Bier verkauft habe. Dann sollte das Finanzielle erstmal überhaupt keine große Rolle mehr spielen. Ich bin jetzt mal ganz frech. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Wo hier was ist. Bin natürlich auch so gefahren, dass ich es nicht lesen kann. Kann das jemand lesen?
Essen geholt. Ja, super. Ist doch richtig. Fahren wir noch ein Stück weiter. Klappen erstmal alles hier hin. Unfassbar. Haben wir es jetzt so hingestellt, hier selber nicht mehr zwischenkommen. Klettern wir mal eben über den Traktor. Dann mal hier so. Kann man eigentlich springen? Ich weiß das gar nicht. Ich weiß die Tastenkombination dafür gar nicht, das Springen. Ja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als erstmal wieder alles aufzuladen. Und die Sachen dann vom Anhänger runterzuholen. Machen. Kann ja auch am Open-Anhänger sozusagen abladen. Ach, hier steht was im Weg. Das ist Blumenkohl. Ich habe es noch nicht ganz abgeliefert. Es sind schon 30 Euro für Blumenkohl in der .000 passt von allem überall hin. Rotkohl ist noch gar nicht. Ja, dann ist ja umso wichtiger, dass hier mal ein bisschen Rotkohl reinkommt. Wie viel ist denn auf einer Palette sind 5.000, oder? Ja. Genau. Ah, fällt runter, ist schon klar. Das ist jetzt nicht die feine englische Art, was ich hier mache, aber. Salat war voll, Tomaten war voll. Oh, so wirklich noch Rotkohl, eine Palette und zwei Paletten Blumenkohl. Kann gar nicht sein, oder? So wenig Rotkohl hier mitgebracht. Hier ist noch Blumenkohl. Da habe ich denn da eine Palette Pellets drauf. Unglaubliche Szenen spielen sich hier ab. Stellen. Irgendwie muss das doch auch gehen, oder? Weil. Ups. Sieht nicht schön aus. Aber. Kann hier auch erstmal eine noch hinlegen. Das System nimmt sich die dann. Also, nein, das heißt das System, ne? Also mein Helfer hier auf dem Hof. Sagt man eigentlich noch Knecht? Sagt man das? Ist das politisch korrekt? Oder ist das ein landwirtschaftlicher Assistent? Oder wie heißt das? Erklärungen gerne in den Kommentaren. Wie man dazu heute sagt. Das soll also nicht despektierlich sein von mir, wenn ich sage Knecht. So haben wir einfach früher dazu gesagt. Das war eigentlich so der Standard. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Habe ich die Palette noch? Bringe ich hier auch noch hin. Und dann gehe ich mal eben kurz in den Traktor und nochmal wieder Ordnung. Indem ich einfach mal alles wieder auflade. Und dann ein Stück vorfahre. Hinter mir alles abladen. Kann ich mich noch mal ein bisschen sortieren. Wisst ihr? Versteht mein Problem, oder?
Und steht das nicht alles schön vernünftig? Was die Pellets da wollen? Frag mich nicht. Warum ich die aufgeladen habe. Nein, oh Mann. Ist doch zum... Manchmal sind so rohe Kräfte, die wir so haben, auch gar nicht gut. Mann, wollte ich nicht. Hier soll noch mal einer einkaufen. Wer kauft denn hier ein, wenn das so aussieht? Das ist so ein bisschen nervig, ne? Das hat aber alles natürlich wahrscheinlich mit der Physik-Engine zu tun und mit den Kräften, die man sich selber zugeordnet hat. Ja. Schade, schade, schade. Kann ich da nur sagen. Haben wir noch irgendwo Blumenkohl? Oder ist das hier alles nur Salat? Das ist nur noch Salat. Und Pellets. Pellets kann ich nicht im Hofladen verkaufen. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Sage tschüss und wir sehen uns.